immer wieder gut, der Sport. Fast schon ein Klassiker, wobei der noch gar nicht so bekannt ist. Also, ein Spot, der richtig schön läuft und immer schön liefert auf verschiedensten Ködern, hier an der alten Festung und den man eben auch mit relativ leichtem, feinen und Low-Level-Setup gut beangeln kann. Also, wenn du einen Spot suchst an der alten Festung mit Level 12 vielleicht und du hast dreimal das Feeder-Set Start, dann zack, Attacke Vollgas hin hier zu diesem Spot und hier geht so einiges. Und das Schöne ist, wenn man währenddessen vielleicht auch noch so ein bisschen die Köderbeschaffung weiter skillt und die ersten Teige schon geskillt hat, dann kann man die auch hier verangeln. Mistwurm funktioniert, ganz simpel, Tauwurm funktioniert. Und alles, ja, alles Mögliche geht eben hier rein. Je nachdem, welchen Köder man dran hat, geht hier eben jede Menge Unterschiedliches rein. Ich habe jetzt hier über eine halbe Stunde jetzt hier getestet. Ich hatte vorhin ein bisschen probiert, dann gerade mal kurz Pause gemacht und dann wieder hier probiert. Und jetzt geht es auch in die nächsten Abendstunden rein. Wir haben jetzt gleich schon 23 Uhr und vielleicht geht hier sogar nochmal Aal. Also einiges. Und wir gucken mal eben rein. Jetzt zuletzt alles hier auf Mistwurm. Mistwurm richtig gut, also da ging einiges. Dann habe ich zwischendurch hier den Tauwurm drin gehabt. Auch das sieht richtig gut aus. Viele Barsche dabei. Zack, zack, zack. Barsch Trophy dabei. Aal ist mit reingegangen. Quappen sind in der Nacht reingegangen. Giebel Trophy. Also auch das geht hier. Auf Honigteig war Giebel Trophy direkt mit dabei. Also ein ganz, ganz, ganz buntes Bild. Verschiedenste Fische, die hier reingehen. Genau hier Mistwurm auch. Und man kann einfach ganz vieles testen. Jetzt haben wir Nacht. Das heißt, jetzt ändere ich wieder das Setup um und gehe hier auf Tauwurm wieder rein. Und vielleicht geht ja gleich nochmal ein Aal hier drauf. Ist zwar nicht ideales Wetter für Aal, aber ist mir egal. Ich nehme ja alles mit. Ich will hier nicht gezielt auf den einen Fisch gehen. Ich will hier Prozente machen. Ich will den Kescher voll machen. Ich will Kaffeeaufträge abschließen. Also ganz, ganz, ganz viel Verschiedenes. Alles mitnehmen. Vielleicht ballert sogar noch eine Trophy rein. Egal was. Alles, wie gesagt, was hier reingeht, nehme ich mit. Ich habe hier einen Clip eingestellt. Ich habe vorher mal ein bisschen ohne probiert. Habe verschiedene Bereiche hier in dieser Area abgeworfen. Mal ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links. Und hier so in der Mitte geht es eigentlich am besten. 7 Meter Schnurclip eingestellt. Also mal eben hier. Ziehen wir den mal eben raus. Also mit Steuerung plus minus. Da geht das ja zack auf 7 Meter. Und dann locker rauswerfen, so, nicht ganz so doll aufladen, perfekt, und dann läuft das Ganze hier. So ein bisschen zurück, nicht so ganz nah am Wasser, und dann gib ihm. Also, dann gucken wir noch mal in das Setup rein. Ich bin natürlich jetzt hier gerade mit meinem Mittelklasse-Setup unterwegs, auf ungefähr 9 Kilo. So schwer muss man aber nicht reingehen. Einserhaken, das ist vielleicht relevant. Also, hier oben das ist alles nicht weiter relevant, wenn man hier mit seinem Feeder-Set startet. Steht, geht das natürlich auch. Auch wenn man da nur vielleicht 3-4 Kilo Vorfach drauf hat, reicht natürlich auch. Dann drillt man natürlich auch so ein 1 Kilo Fisch mal ein bisschen länger. Aber es geht. Ich würde mit einem Feederset Start hauptsächlich mit einer Made hier reingehen, mit einem Mistwurm hier reingehen oder auch Regenwurm und die ganzen Teige einfach testen. Also das wären so die primären Köder hier fürs Feederset Start. Wenn man da schon ein bisschen dicker unterwegs ist, dann wie gesagt auch hier Einserhaken und mit dem Tauwurm. Apropos, Made funktioniert eben nicht für alle Köder. Die Made geht, glaube ich, nur bis zum 6er-Haken. Gucken wir gerade noch mal eben rein. Made, da steht's. Genau, 24er bis 6er-Haken. Oben am I, am Infofeldchen, hat man immer die Infos. Ja, wo sind wir hier? Auf der Map. Das ist eine Position. Da gab es schon mal 2 Videos, glaube ich, auch schon zu auf dem Kanal.
Also raus aus der alten Festung, links rüber. Hier oben 2167, auch ein absolut wichtiger Spot für die alte Festung. Aber hier geht es dann eher mal für Karpfen und Amure hin. Oder hier vorne auch, was gerade immer wieder ganz gut läuft, diese Stelle fürs Aalangeln funktioniert hier eben auch immer wieder ganz gut. Und hier der Bereich direkt an der Birke, das ist halt wie gesagt hier der wichtige Spot, um eben hier einfach auf Masse verschiedenste Fische zu gehen. Und ja, wie gerade schon gesagt, da geht auch im Minutentakt halt was rein, ne? Also mehrere Fische pro Minute. Wenn man hier auf Tauwurm ist, dann ist die Frequenz ein bisschen schlechter. Aber dann gehen auch zwischendurch mal ein bisschen dickere Fische rein. Auch ab und zu natürlich die Schuppenkarpfen. Auch hier können natürlich Schuppenkarpfen reingehen, die einen möglicherweise sogar leer ziehen. Also das kann schon gefährlich sein. Also von daher ein bisschen vorsichtig reingehen. Wenn was Dickes reingeht, versuchen, dass man den nach links steuert. Also wenn jetzt gleich einer reingeht, nehmen wir den mal eben hier als Beispiel. Ja, hat gebissen. Dann sofort hier rüber gehen, nach so ziehen, nach darüber, dass der Fisch nach da hinten hin abhaut, dann hat man am ehesten die Chance, dass, naja, eine Quappe wieder, dass man eben die Fische auch bekommt und dass man hier nicht leer gezogen wird. So, zack, wieder raus. So ist das doch schon mal gar nicht schlecht. So kann das gerne weitergehen. Jo, und dann läuft das Ganze. Wie gesagt, einfach hier mit den verschiedenen Ködern einfach testen. Verschiedene Köder reinnehmen, verschiedene Hakengrößen von der Entfernung auf ja, 7, 8 Meter. Ich glaube, das reicht absolut. Und dann einfach den Tag über auch ein bisschen variieren. Wie gesagt, mit den Ködern, was dann da alles reingeht. Und alles mitnehmen und dann zum Schluss ab ins Café. Ne? Kaffeeaufträge immer abschließen. Oder am besten vorher gucken, was interessant ist und dann dementsprechend den Köder auswählen. Ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal kurz in den Kescher rein, wie sich das Ganze denn jetzt hier ausgewirkt hat, was denn da jetzt gleich an Silber rumgekommen ist und ob sich das gelohnt hat. Aber ich ziehe jetzt hier die Nacht noch durch, denn ich hoffe einfach, dass sie vielleicht tatsächlich nochmal in den Aal reingeht. Das wäre doch nicht so schlecht. Ansonsten sieht das hier doch so ganz gut aus. Wahrscheinlich könnt ihr auch einen Fischfetzen nehmen. Ich werfe mal eine Rute hier ein bisschen weiter rechts rüber. So. Genau. Fischfetzen wäre sonst wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit, wenn man speziell auf dem Aal aus ist. Aber da geht eben kaum was anderes drauf. Ne? Fischfetzen hat man dann eben nur Aal, Quappe und die Grundel. Und für so einen Massenspot am besten Köder verwenden, die halt universal sind. Auch auf dem Mistwurm können zum Beispiel Aale reingehen. Also wenn ihr nur mit dem Mistwurm hier steht, würde das auch funktionieren. Ja, so viel zum Spot. Ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich nochmal kurz in den Kescher rein, was das an Silber gebracht hat. Und dann sehen wir uns gleich am Fischmarkt. Oha, oha, oha. In den frühen Morgenstunden ballert doch nochmal einer rein hier, der ein bisschen Bock hat. Ja, wie gerade schon gesagt, die dicken Brocken können auch hier reingehen, gerade auf Tauwurm. So, jetzt sehen wir mal zu, dass er ein bisschen müde wird. Also, wie gerade schon gesagt, ab da hinten in die Ecke lenken. Also rechts rüberziehen hier, damit er nach links abhaut. Und dann kriege ich den hoffentlich gleich ein bisschen müde. Ja, es ist leider kein weiterer Aal hier reingegangen, aber es ist auch vom Wetter her nicht so passend. Viel zu warm. Na guck, schön 7 Kilo Schuppenkarpfen. Ja, den auf dem Anfänger-Setup. Da hätte man mal schön 15 Minuten mit Spaß gehabt. Also, ich packe jetzt ein und dann ab verkaufen. So, schauen wir doch mal eben. Als erstes natürlich immer in die Kaffeeaufträge. Und das sieht auch gar nicht schlecht aus. Die Schleie hier für 15 Silber nehmen wir mit. Die Quappe hat leider nicht gereicht, aber es sind Giebel da. Ja, das ist natürlich praktisch. Nach Gewicht sortieren 4 Stück. Die 30 Silber nehmen wir auch mit. 8 Barsche nehmen wir auch mit. Sensationell. 8 Stück, passt genau sogar. Tipptopp, nochmal 30 Silber. Güster, leider nur eine hier auf dem Regenwurm. Karauschen, oh, über 1 Kilo. Na, vielleicht kriege ich die auch noch. Nochmal einen anderen Teig einfach testen. Rotauge war nicht dabei, aber das sieht auch schon mal gut aus. Einfach nur hier, ja, wie auch gerade schon gesagt, so ein Spot, der eben ganz viele Kaffeeaufträge abschließen kann. Haben wir hier schon 60, 70... 78 Silber dadurch und dann zusätzlich eben noch hier, nehmen wir jetzt einfach mal nur eine halbe Stunde,
zack, ungefähr hier. Das sind dann nochmal 50 Silber dazu. Und wenn wir das in Gänze nehmen, 160 Silber, das passt. Wobei, wie gesagt, zwischendurch hatte ich nochmal ein bisschen Pause gemacht. Ich sag mal, eine gute Stunde, anderthalb Stunden waren das jetzt hier. Das ist dann realistisch. Ja, kann man machen. Also, ausprobieren, Kratsching, testen. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.